Warum bleibt ein Junggeselle eher schlank als sein Ehemann? Hm? Keine Ahnung. Na, ganz einfach. Der Junggeselle schaut abends in den Eisschrank, findet nichts Gescheites darin und geht ins Bett. Beim Ehemann ist es umgekehrt. Hast du gehört, Bruno? Der ist gut, Erich. Jetzt ein Prognosen, Herr Küssling. Zu viel. Nur vorbehalten, natürlich. Wetteramt Hamburg. Seite. Ja, ich höre. Gehst du schon? Irgendwann muss ich das ja auswendig lernen. Außerdem habe ich kein Bissen zu essen im Haus. Wieder eine Verabredung heute Abend? Mhm. Mhm. Fantastisch. Der Westküstenreise. Unser Englisch ist aber nicht sonderlich gut. Die Reiseleitung spricht Deutsch. Die Reiseleitung spricht Deutsch. Ich melde mich dann. So, eine Busreise ist allerdings kein Erholungstrip, das wissen Sie hoffentlich. Spricht die Reiseleitung Deutsch? Küsschen! 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 Manni? Küsschen! Manni! Manfred-Tasche! Das darf das doch nicht doch wahr sein! Küsschen! Grüß dich! Mensch, wie geht's dir? Ich hab dich gleich erkannt. Ja? Naja, kein Wunder, du bist ja richtig prominent. Dauernd sieht man dich auf der Mattscheibe. Wie geht's denn so? Komm doch mal. Wie geht's denn dir? Gut, sehr gut. Und dir? Was machst du so? Prima, könnte nicht besser gehen. Ich bin Arzt. Oh, schön. Oberarzt in Eppendorf. Schön. Du bist etwas voller geworden, ne? Naja, hier und hier. Aber sonst alles noch ein Schuss. Mensch, wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Bestimmt lange. 15 Jahre. Nein, ja, warte, ja. länger. Seit dem Abi. Seit dem Abi? Ja. Und jetzt soll es auf Reisen gehen, wie? Las Vegas. Las Vegas, toll, beneidenswert. Der absolute Traumurlaub. Weißt du was, warum kommst du nicht mit? Ja, schön wär's. Aber stell dir doch mal vor, wir beide, du. Hey, sag mal, wollen wir dir irgendwo was trinken oder zusammen Happy essen? Im Augenblick habe ich leider, ich bin etwas in Eile, aber ein andermal gern. Hier meine Karte. Ruf mir an. Mach ich. Vergiss es nicht. Bestimmt nicht. Tschüss. Sollte meine Frau am Telefon sein. Kein Wort von Las Vegas. Verstehe. Überraschung. Vielleicht fahre ich auch ohne sie. Du Schlawiner. Alles klar, Küsschen? Tschüss. Ah, Ron. Hallo, Marianne. Ist Caroline soweit? Mhm. Caroline, fertig mit den Schularbeiten? Ja. Dein Vater ist da. Halt mal. Ich muss mich beeilen, ich muss zu meinem Spanischkurs. Ich denke, du lernst Englisch. Längst erledigt. Gott, ich gebe dir was Homöopathisches. Ich habe mich nur ein bisschen verkühlt. Ist ja auch kein Wunder bei dem Sauwetter. Sorgen Sie mal für ein kräftiges Hoch, Bruno. Dieser goldige Humor. Caroline hat doch bald Geburtstag. Was schenkst du ihr? Gitarre. Ist sie denn musikalisch? Ach, ganz unglaublich. Wirklich? Unglaublich. Ich kann nicht mal Händchen klein singen und du... Also, ich kann sehr gut singen. Ja, aber entschuldigen Sie, von Ihnen kann sie es unmöglich gehabt haben. Mund auf. Schluck das und verstreue nicht weiter Bazillen. Tschüss, ihr beiden. Alles echte Kräuter. Ja? Ach, was macht er denn mit dir? Komm her zu Frauchen. Das regelt ja immer noch. Was soll denn das, Papa? Der Witz hat so einen Bart. Hast du, gering bewölkt ist, greifen Ausläufer eines atlantischen Keils... Greifen Ausläufer eines atlantischen Keils... Mensch, jetzt hatte ich es gerade mühsam gelernt. Gegen Mittag auf Norddeutschland über und reißen. Das wird doch viel zu lang. Dann sprich halt schneller. Und reißen die dichte Wolkendecke. Da hast du.
Während über Belgien und Holland der Himmel gering wird. Hast du mir gesagt, fahren Sie zur Abwechslung mal mit der U-Bahn. Schauen wir unser Publikum an, das will sich amüsieren. Wissen Sie, was ihm das heute haben? Wer dem Publikum nachläuft, sieht nur seinen Arsch. Greifen Ausläufer eines atlantischen Keils. Jetzt häng ich. Gegen Mittag auf Norddeutschland über und reißt eine dichte Wolkendecke auf. Achtung, Wetterkarte auf Sendung. Bitte ab. Und wo steckt deine Freundin? Renate? Wir haben uns getrennt. Die war doch sehr nett. Oder hat's bei euch im Bett nicht mehr geklappt? Hast du? Also weißt du, manchmal drückst du dich schon sehr direkt aus. Ist dir nie aufgefallen, dass sie immer dasselbe gesagt hat? Nö. Ist ja stark. Egal worum es ging. Ist ja stark. Du stellst so hohe Ansprüche. Nein, ich glaube, ich habe einfach Pech. In deinem Unterbewusstsein hast du dich immer noch nicht von Mutti gelöst. Ich bin im besten Jahr. Kann jede Menge Münzen aufreißen. Hier. Probier mal die Pastete. Das ist eine klasse Serie. Affengeil. Affengeil? Was sind das für Ausdrücke? Sag mal, was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag? Streng mich nicht an. Eine neue Haifi-Anlage tut's auch. Oh, guck mal, Las Vegas. Affentäten geil, wie? Der Holzklasse oder Business Class? Was? Wieso Holzklasse? Charter, da kommen Sie nachher mit Holzbein raus in den Krakel, ich weiß, ein bisschen eng war. Das kennen wir schon. Aber dafür ist halt billig. Natürlich möchte ich gern so preisgünstig wie möglich. Also Hähnchenklasse, klar. Hier die Liste der verschiedenen Discounts unbedingt gründlich durchlesen. Immer derselbe Traum. Ich setze $1,000 auf Rot und noch mal 1,000 auf Ungarn. Dollar, nicht? Immer Mark. Dollar und immer einfache Chance. Und jedes Mal... Glaubst du denn an sowas? Jetzt will ich's wissen. Darum also Las Vegas. Da schlägt der große Zampano zu. Mensch, ich freue mich, dass du mitkommst. Toll. Einfach Wahnsinn. Ganz entschlossen bin ich noch nicht. Komm, der Spaß kostet gut und gern 6.000 Mark. Gut und gerne, ja. Da bin ich im Augenblick nicht sonderlich... Liquide, oder wie das heißt. Meine Aktien haben nicht gerade Höchststand. Geld, 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 Geld lässt sich immer wieder verdienen. Vielleicht bei dir. Du nimmst einfach mal blind Därme mehr raus. Aber ich bin komm, Junge, so jung wie jetzt sind wir nie wieder. Ein Kollege von mir. Unser Alter. Sehr tüchtig. Immer die Nase vorn. Natürlich nie Urlaub. Tja, und eines Tages? Roms, die Pumpe. Unser Alter. Und was glaubst du, wie deine Tochter sich freut? Meinst du, sie freut sich? Na, irre, die flippt aus, Mensch. Eine Reise nach Amerika. Glaubst du wirklich? Darum weißt du. Manchmal denke ich, vielleicht ist es das letzte Mal, dass ich sie mitnehmen kann. In ein paar Jahren hat sie bestimmt andere Interessen, als mit mir durch die Gegend zu gehen. Also pass auf, in Los Angeles mieten wir uns ein Auto, den absoluten Monster-Superschlitten. Toll. Damit gucken wir vier dann gemütlich rüber nach Las Vegas. Und dann... Wer ist eigentlich der, die vierte Person? Versteh mich nicht falsch. Eva ist eine ganz wundervolle Frau. Wir führen eine richtig glückliche Ehe, aber ich bin da halt in was reingeschlittert. Alles andere als harmlos. Verstehe. Wenn die Kleine mich anfasst, hebst mir die Schädeldecke hoch. Klingt ja großartig. Aber was machst du, wenn deine Frau mit nach Amerika zum bringt? Ärztekongress? Was soll's denn da? Außerdem fahre ich zusammen mit meinem alten Schulfreund. Du bist mein Alibi, verstehst du? Eigentlich kann ich mich selbst nicht ausstehen, dass ich sowas mache.
Weißt du, meine Eltern sind seit 47 Jahren unzertrennlich. War bloß aus reiner Bosheit. Die Kleine ist wahnsinnig attraktiv. Sehr, wie soll ich sagen, sehr... Ein echtes Kind der Freude. Krankenschwester. Sehr tüchtig. Mit Sinn für Humor. So, mit helfenden Händen und Schalkgemaul. Bestimmt hat die was Besseres verdient, als von einem verheirateten Mann vernascht zu werden. Ein Manchmal finde ich das Ganze richtig beängstigend. Vielleicht hat Eva auch schon was bemerkt. Du musst dir bloß klar machen, dass du die Verantwortung für zwei verschiedene Bedürfnisse zwischen zwei verschiedenen Partnern aufteilen möchtest. Das ist alles. Kann man sowas klar machen? Ich hab's versucht. Seitdem bin ich geschieden. Oh. Jedes Mal, wenn ich den sehe, frage ich mich, wie du ihn mir vorziehen kannst. Was? Was? Entschuldigung. Eischen. Neues Hausmädchen? Ja. Ich denke, mit der Blonden warst du sehr zufrieden. Papa. Ja, aber die Tür geht zu mies. Echt super. Herzlichen Glückwunsch. Alles Liebe. Und das hier. Au, klasse. Piepen. Was? Na, Kröten, Mäuse. Darauf freue ich mich am meisten. Nee, nee. Das ist ein Gutschein. Na, was sagst du jetzt? Irre. Da bist du völlig von Socken, was? Wir beide werden uns prima amüsieren. Pass mal auf, das wird die Reise unseres Lebens. Bruno, kommst du mal bitte? Amerika, absolut ätzend. Philipp war auch öde. Albanien, das wäre der Hammer. Was soll ich denn sagen, wenn er sich so freut? Was für eine Idee, Caroline hat Riesenlücken in der Schule. Und jetzt hatte ich sie gerade in dem Vorsatz bestärkt, während der Herbstferien Nachhilfeunterricht zu nehmen. Das war mühsam genug. Was glaubst du, wie gut die nach der Reise Englisch spricht? Und dann Amerika. Ausgerechnet Amerika. Da kannst du doch nicht die Straße überqueren, ohne gleich vergewaltigt zu werden. Oder dem willst du doch von Typen, die alle auf dem Senkel haben. Oh ja, das ist wichtig. Sehr gut. Toll. Weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Dass wir beide mal 14 Tage ganz für uns alleine haben. Mit Straßenkarten. Guck mal. Das sollten wir unbedingt kaufen. Bisschen größer als der Schwarzwald. Wie? Yosemite Nationalpark. Guck mal. Ein Wunderwerk der Natur. Von Nevada aus könnten wir gleich rüber zum Bryce Canyon. Aha. Auch ein Wunderwerk. Ist das nicht ein bisschen viel Natur? Ich meine, okay, okay. Alles großartig, diese Canyons und Nationalparks. Aber stellt euch mal die Herden von deutschen Touristensäcken da vor. In kurzen Hosen. Mit Fotoapparat bewaffnet. Was schön ist, sind auch Touristen. Oh Gott, er will nur dahin, wo es schön ist. Hm? Habe ich was missverstanden oder machen wir eine Urlaubsreise? Ich denke, wir wollen das Land kennenlernen. Nicht nur so auf die Touristentour. Pferde, okay. Aber bloß nicht den Pferdeäpfel reintrinken. Was soll denn das schon wieder heißen? Vielleicht reicht es Ihnen, an irgendwelchen Hollywood-Filmsternchen in den Ausschnitt zu gucken. Ich kann meinen Teil will auch das hässliche Amerika sehen. Slums. Dreck. Armut. Soziale Gegensätze studieren. Glauben Sie wirklich, die Hungerprobleme zu mildern, indem Sie mal rasch vorbeigehen und einen Blick drauf werfen? Bruno! Hey, Bruno! Bruno, was ist denn? Du sei doch nicht sauer. Bin ich sauer? Ich glaube nicht, dass ich die zwei Wochen dann ertrage. Ja, jetzt hör mal. Dieses linke Gelaber ist doch der reine Horror. Hässliche Amerika sehen, soziale Gegensätze studieren. Also wenn gehört sie zu den allerinteressantesten Linken. Zu denen mit langen Beinen und festem Po. Sie zuzelt. Hast du bemerkt, wie sie sozial ausspricht? Man denkt, es fängt an zu regnen. Ja, vielleicht ist sie manchmal ein bisschen überdreht, aber doch sehr süß.
Hm? Oder weißt du, ist schon sehr merkwürdig, wie subjektiv sowas immer ist. Nee, lass mal, ich lade dich ein. Oh, danke. Deine Reise wird teuer genug. Mal muss man sich auch was gönnen. Alle, die schon drüben waren, schwärmen so ungeheuer davon. Ja, zu Hause wird keiner erzählen, dass er es nicht schön fand, wenn er einen Haufen Geld dafür ausgegeben hat, oder? Sonnencreme, Creme gegen Sonnenbrand, Creme für den Strand, Creme für die Berge. Tabletten zur Verdauung, Tabletten gegen Grippe, gegen Erkältung, gegen Migräne, gegen Durchfall, gegen Flugangst. Sonst noch was? Peter is the owner of a garden. Peter is the owner Peter's of a garden. Is full of potatoes. Peter's garden is full of potatoes. Peter likes potatoes. Peter likes potatoes. Potatoes, please. Potatoes, please. Peter gets potatoes. Every... Kein Nebel, Gott sei Dank. Bestes Flugwetter. Hast du auch deinen Pass dabei? Was denn tut denn? Wir haben gebucht. Alles ist bezahlt. 11 Stunden in dieses Flugzeug rein. Nein, ich flieg nicht mit. Aber du bist doch schon geflogen. Nicht so weit, nur die kurze Strecke nach Holland. Also ich lebe im Flugzeug schon auf wie ein Heringschwanz. Mal weg von dem ganzen Heckmeck, wa? Hey, hinten anstellen. Hey, und fertig. Das ist typisch Marianne. Punkt Viertel nach sechs, wo sie Caroline hier abliefern. Nur mit der Ruhe, wir haben noch genug Zeit. Früher hat sie sich auch immer verspätet. Hetze kostet bloß Nerven, das predige ich hier seit Jahren. Die fehlt mir gerade noch. Hast du den Sinnendampfer gesehen? Eine echte 10. Ja. Hey, das bist du. Hörst du nicht? Was? Gottes Willen, was denn jetzt passiert? Wo muss ich... Nein, ich glaube da vorne. Ich bleib bei den Koffern. Küssling, Sie haben mich ausgerufen. Küssling, Sie werden am Telefon verlassen. Ja. Geben Sie mir bitte die Verbindung. Hallo? Manfred, wo steckst du denn? Warum bist du noch nicht hier? Was? Ja, ich halte mich ja fest. Bist du verrückt? Was heißt das, du kommst nicht mit? Ich habe hohes Fieber. Mumps. Ja, Ziegenpeter. Ganz plötzlich. Mein Gott, dafür kann ich doch nicht. Natürlich ist es gefährlich. Du hast ihn richtig auskuriert. Besonders beim windigen Erwachsenen. Oh, du lieber Gott. Was passiert denn jetzt mit deiner Reise? Meinen Flug habe ich zurückgeben können. Den hat Gott sei Dank jemand übernommen. Ja, und deine... Sie ist bereits auf dem Flughafen. Ich habe sie eben gesehen. Ingeborg weiß Bescheid. Sie weiß Bescheid? Wieso ist sie dann hier? Also hör mal, tritt sie denn nicht von der Reise zurück? Sie soll unbedingt mitfahren. Kümmere dich um sie. Was heißt kümmere dich um sie? Ich habe meine Tochter mit und außerdem... Sie mag dich. Du bist ja verrückt. Ich finde mich genauso grässlich wie ich sie. Nein. Sie hat mir gesagt, sie findet dich sehr interessant. Mach keine Witze. Wenn dir die Geschichte mit deiner kleinen Bettpfannenreinigerin über den Kopf wächst und du... Hat sie wirklich gesagt, sie findet mich interessant? Bitte weinen Sie doch nicht. Tut mir leid, dass ich Sie damit nerve. Ach was, es ist ein furchtbares Pech. Ich meine, bestimmt... Da, $2,000. Die sollen Sie in Las Vegas für ihn setzen. Bestimmt kommt danach. Wann hat er Ihnen die denn gegeben? Hallo? Kann ich Sie einen Augenblick allein lassen? Keine Sorge, bin schon okay. Ist Mumps eigentlich ansteckend? Nur wenn sie es als Kind nicht haben. Der Anflug ist 149 nach. Na, knapper ging es ja wohl nicht. Du brauchst dich nicht aufzuregen. Wir haben mehr als genug Zeit. Habe ich nicht gesagt? 60 Minuten Verspätung. Aber das konntest du unmöglich vorher wissen.
und Mineralien. Sag mal, habe ich als Kind Mumps gehabt? Wie soll ich das wissen? Verwechselst du mich jetzt mit deiner Mutter? Oh, Himmels Willen, wer soll denn das schleppen? Die Großen sind meine Koffer. Du fliegst mit? Das ist ein Albers. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht die letzte Gelegenheit, mit Caroline zusammen zu verreisen. Und darum hab... Es ist dir doch recht, oder vielleicht nicht, Bruno? Natürlich ist es mir recht. Warum soll es mir denn nicht recht sein? Ich meine, ich bin nur völlig perplex. Hallo. Also weißt du, hallo, du hättest mir doch vorher was sagen. Ich wusste es bis gestern ja nicht, weil euer Flug total ausgebucht war. Erst in letzter Minute wurde ein Platz frei, weil irgendeiner krank geworden ist. Ja, ich weiß. Und Sie, Sie... Einer muss ja schließlich die Blumen gießen. Die in Angst vorm Fliegen. Eins, zwei, nehmen Sie das hier, acht. Und dann flattern der Magen gegen, ist wie weggeblasen. Wogegen ist das? Angst vorm Fliegen. Ein Cognac. Was war denn los? Hast du deine Frau gesehen? Ja, ja. Entschuldigung, kannst du mal rasch meinen Koffer aufgeben? Mhm. Hey, wo willst du denn jetzt schon wieder hin? In New York ist Nebel, darum die Verspätung. Ach, nee. Oh, kalt. Was? Nebel! Nebel! Ob ich als Kind Mumps... Wieso musst du das wissen? Bist du schon unterwegs? Ja, ich bin schon auf dem Flughafen. Du fliegst doch nach Amerika. Ja, nach Amerika. Das habe ich dir doch alles erzählt, Mama. Mit Caroline? Mit Caroline, genau. Sag mal, habe ich als Kind Mumps gehabt? Mumps? Ja. Ziegenpeter. Daran erinnere ich mich nicht. Aber daran musst du dich doch erinnern. Also ich bitte dich. Aber wieso Mumps? Du bist doch auf dem Flughafen. Was? Auf dem Flughafen. Jetzt bin ich auf dem Flughafen, ja. Mumps? Mumps, Ziegenpeter. Das weiß ich wirklich nicht. Mein Gott, an sowas erinnert man sich doch, Mama. Voraussichtlich. Was heißt denn voraussichtlich? Die nächste Nachricht erhalten wir in 30 Minuten. Also ist dir doch gar nicht sicher. Tut mir leid, mehr kann ich im Augenblick auch nicht sagen. New York streiken die Fluglotsen. Wieso streik? Ich denke, das Nebel ist super. Gib mich auch nicht, was ohne. Das ist ja eine Riesenschweinerei. Ja, das Versehen, der Computer muss verrückt gespielt haben. Der Computer, Sir? Wer predigt uns denn immer, das Flugzeug nur ja bis unter das Dach voll zu packen, weil schon irgendwer absagt oder einfach nicht kommt? Diesmal sind halt alle gekommen. Erhol dich gut. Danke. Und schick meine Postkarte, hörst du? Mach ich. Bleib anständig. Ja. Und gesund. Ja, hoffentlich. Danke. Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber kennen wir uns nicht? Wie? Du, Herr Keil, ich kenne Sie. Nicht, dass ich wüsste. Moment, ich habe ein fotografisches Auge. Von irgendwoher kenne ich Sie. Der Planet, der Flug des Fluges 149 nach New York, verzögert sich um voraussichtlich 2 Stunden. The scheduled departure of Flight 149 to New York will be delayed for about 2 hours. 3 Stunden Verspätung. Habe ich nicht gesagt, wir waren zu zeitig hier. Ja, ja. Was ist denn? Mannys Päckchen ist weg. Ganz ruhig, okay? Eben hatten Sie es doch noch. $2,000. Gucken Sie in Ihrem Handgepäck nach und ich erkundige mich bei der Fundstelle, okay? Was ist mit dir? Du bist ja völlig verschwitzt. Mir ist auch nicht gut. Reißt denn zusammen? Wer? Diese kleine Zimpe da. Ach was, ich kenne sie kaum. Ich habe sie einmal gesehen. Und bis wohin hast du ihr gesehen? Hör mal, sie ist die Freundin meines Freundes, der krank geworden ist. Vielleicht muss ich mich jetzt ein bisschen um sie kümmern. Ach, musst du? Seit wann bist du denn Mitglied der Caritas? Sie will nichts von mir und ich will nichts von ihr. Dann seid ihr euch ja einig. Dass ich mitfahre, braucht dich wirklich nicht zu beunruhigen. Deswegen bin ich nicht beunruhigt. Ich kümmere mich um mich selbst, also mach dir keine Sorgen, ich werde euch nicht stören. Ich sag doch, da gibt's nichts zu stören. Wenn ihr im Auto zu wenig Platz habt, bitte, das macht mir nichts, dann fahre ich eben im Bus. Sag mal, was suchst du eigentlich? $2,000. $2,000? Ich glaube, mich streift ein Bus. So viel Kies schleppt er mit sich rum. Ach. Komm her, trink das. Das sind... Moment. Von irgendwoher kenne ich ihn. Ist Ihnen ja vielleicht bekannt. Da ist es ja. Es ist wieder da.
Na Gott sei Dank. Wo war's denn? Hier, ich hab... darf ich mal vorstellen, meine Frau, meine Ex-Frau. Tagchen. Und das ist Frau... Fräulein... Glaubrecht. Ingeborg Glaubrecht. Grässlicher Name, wie? Wieso? Nachtschwester Ingeborg. Das ist unsere Tochter Caroline. Hi. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Na, hast du deinen Kinderarzt erreicht? Nein, er ist gestorben. Vor 10 Jahren schon. Aber mach dir keine Sorgen. Ich habe mich schon hier angesteckt. Ich mache mir keine Sorgen. Wieso? Woran erkennt man eigentlich Mumps? Nie mehr ohne Krankenschwester, was, Papa? Einen kleinen Cognac. Wenn Sie Appetit haben, ist das ein gutes Zeichen. Den habe ich. Passagiere des Charterfluges 149 nach New York. Bitte ich knall euch auseinander. Komm, komm, komm. Sind da Steine drin? Nur mein Fotoapparat. Föhn, Lockenwickler, ein bisschen Warum Lektüre. Warum hast du das Zeug denn nicht in deinem Koffer? Bin ich blöd? Hätte ich ja Übergepäck bezahlen müssen. Pauli. Ist der Nebel in New York? Ja, ist er wirklich weg? Ist er ganz sicher? Wieso nur zwei? Wir setzen jetzt eine neue Maschine ein, aber die ist kleiner als die ursprünglich vorgesehen. Was setzen Sie eben eine größere ein? Sie werden ja noch eine haben. Also zwei von uns können mitfliegen, zwei sollen noch warten. Da fällt einem doch ein aus der Hose. Ihr könnt fliegen und wir... Nein, kommt gar nicht in die Tür. Ich versichere Ihnen, dass die nächste Maschine in spätestens einer Stunde startet. Bitte, darf ich mal vorbei? Ich bin Journalist. Was ist das, Los, los, weg mit den Containern. Lassen Sie die zuerst fliegen, die hier Rambazamba machen. Seht ihr? Man muss nur ein bisschen auf den Putz hauen. Ja, ja. Aha. Diese zwei. Das sind unsere. Hier, darf ich mal? Ja, Entschuldigung. Sie sitzen falsch. Das sind die Plätze der Damen. Ja. Amerika umgezogen. Mhm. Ich freue mich, dass es endlich losgeht. Du auch? Mhm. Bist du aufgeregt? Mhm. Dein Geburtstagsgeschenk. Wir machen alles, wozu du Lust hast, gell? Mhm.
zufrieden sind, hat niemand was dagegen, wenn sie sich ein paar Dollarscheinchen nebenher in die Tasche stecken. Aber jetzt sind Klagen gekommen. Beschwert hat sich nur der dicke Herr aus Pinneberg, der Stinkstiefel. Stinkstiefel? Ich höre wohl nicht recht, Sie nennen Herrn Gast Stinkstiefel, nur weil er sich beschwert hat. Wenn der Reiseleiter im Bus pennt, ist das ein Kündigungsgrund. Ich lege ja auch nicht während der Bürostunde die Füße auf den Tisch und mache ein kleines Nickerchen. Gepennt. Maria, Ihre Leutchen kommen um 3:30. Kurz nach 7:30, Ihre Adrian. Busse stehen am Flughafen. Gruppen sind vollzählig, kein Platz mehr frei. Entschuldigung, ich komme wegen Ihrer Annonce. Jutta Kenten. Reiseleiterin? Ich habe bisher im Hotel gearbeitet, verfüge also über... Ja, richtig, wir haben miteinander telefoniert, nicht wahr? Besatzungskind. Ja, mein Vater hat 45... Sie leben seit einem Jahr in L.A., Ihr Mann war in Deutschland stationiert. Dann ist Ihnen die deutsche Mentalität noch vertraut. Auswanderer sind in der Regel zu lange weg von der alten Heimat. Wieder eine Hausfrau, die die Preise drücken will. Wie lange dauert die Ausbildung? Ich meine, welche... Sie begleiten einen unserer erfahrenen Leute auf einer Tour. When he's coming in? 12:30. Okay, thanks. Und dann? Was dann? Danach, nach dieser Tour. Dann sind Sie Reiseleiterin, that's America. Praxis ist alles. Schulung kostet nur unnütz Geld. Ja, müsste ich noch ein bisschen über Geschichte... Hi, you can reach me at the office. Okay, handsome, when will you be home? 1 hour, okay. Müsste ich nicht ein bisschen über Kultur wissen? Was heißt denn Kultur? Wenn hier was länger als 50 Jahre steht, sind doch alle schon unglaublich stolz darauf. Also, wir schicken Sie gleich morgen mit Maria, jawohl, auf Tour. Was halten Sie davon? Bloß keine Zeit verlieren, okay? Maria, haben Sie einen Moment Zeit? In diesem Zustand geht die noch auf Reisen? 8. Monat. That's America. Machen Sie sich darauf gefasst, dass die Tour anstrengend wird. Überstunden werden nicht bezahlt. Wochenendarbeit auch nicht. Mei, hier ist halt jeder froh, wenn er einen Job hat. Sind Sie schon länger Reiseleiterin? 5 Jahre. Toll. Ja, die ganze Welt gehört einem und nichts. Geben die Leute in der Regel gute Trinkgelder? $20 sollten schon sein. Aber gerade Deutsche sind in der Beziehung unheimlich kleinlich. Meistens haben sie sich verkalkuliert und knausern dann mit jedem Dollar. Natürlich auch, weil sie vorher nie richtig informiert werden, was sie alles so nebenher kostet. Manche sind uns während der Tour schon fast verhungert. Ehrlich. Damen und Herren, wir möchten Sie daran erinnern, Ihre Uhren umzustellen. In New York ist es jetzt 6 Stunden früher, also genau 10:50. Danke. Überwältigend. Einfach fantastisch. Schau mal, Caroline. Ganz hübsch groß, ja. Also wenn Sie diese rasende Neugier zeigen, könnte sie glatt an die Wand klatschen. Ich glaube, wir gehen schon runter. Der Flug war gar nicht anstrengend, was? Meine Damen und Herren, hier spricht noch ein Kapitän mit einer kurzen Information. Im Raum New York ist zurzeit ein sehr großer Verkehrsstau. Die Flugsicherung schickt uns noch einmal ins Holding in den Warteraum. 18 Maschinen sind vor uns. Ich nehme an, dass wir voraussichtlich in einer halben Stunde mit dem Anflug beginnen können. Was heißt voraussichtlich? Landen wir nun in einer halben Stunde oder landen wir nicht? Du hast doch gehört, es ist ein Stau. Um diese Zeit immer dasselbe über New York. Wenn es immer dasselbe ist, dann können sie einem das doch vorher mitteilen. So und so lange Flugzeit, so und so lange wird gekreist. Für Staus kann niemand was machen. Natürlich kann man was dafür. Also hör mal, wenn wir wirklich gestartet, werden wir gar nicht in den Stau geraten. Meine
Damen und Herren, wir sind inzwischen tiefer gegangen, aber ich sehe gerade, die Außentemperatur in unserer Flughöhe beträgt immer noch minus 25 Grad. So kalt ist es hier, hast du gehört? Hier oben? Solange wir oben kreisen, hatte ich sowieso nicht vor, auszusteigen. Entschuldigung. Unser Anschlussflieger geht um 13.35 Uhr. Da haben Sie noch über genug Zeit, Sir. Na, wer sagt's denn? Wir gehen runter. Das hast du schon mal gesagt. Einen Augenblick bitte. Passagiere ohne amerikanischen Pass werden gebeten, an Bord zu bleiben. Das Immigration Service ist im Moment total überlastet. Bleiben Sie bitte noch ein paar Minuten an Bord. Danke. Das heißt bei denen ein paar Minuten. All right, Germans back. Stay on the line. Germans back. Jetzt schon von zwei Stunden. Ich weiß, Sie sind alle seit vielen Stunden auf den Beinen und entsprechend genervt. Wir sind nicht genervt. Wir möchten nur nicht unseren Anschlussflieger in genau einer Stunde und sieben Minuten verpassen. Wenn Sie knappe Anschlussflüge haben, können knapp? Wir leider... Wo wir mit 3 Stunden Verspätung in Hamburg gestartet sind und eine halbe Stunde hier oben kreisen mussten, hatten wir genau 4,5 Stunden und 7 Minuten zum Umsteigen. Sie schaffen das noch, Sir. Kein Problem. Ach, selbstverständlich können Sie schon jetzt vor Bord gehen, aber dann müssen Sie im Gebäude warten. Wenn ich einen Urlaubstag versäume, mache ich die Fluggesellschaft haftbar. Sie warten kommt, wir gehen. Auf Anordnung der Fluggesellschaft. Sag doch, der Anschluss ist kein Problem, Papa. Ich sage berufsmäßig kein Problem. Bitte nehmen Sie jetzt kommt, wieder Platz. Ich kann mir gehen. Ach, wir gehen. Waren Sie schon mal in einem sozialistischen Land? Gäbe Sie es bloß nicht zu, sonst stehen wir hier noch bei Ewigkeit. Wenn die Amis Sie erstmal für einen Kommunist halten. Kommunismus ist bad. Absolutely bad, gell? Sie waren wohl schon häufig in Amerika, wie? Das erste Mal, aber man informiert sich, gell? Bruno, da stehen weniger an, da geht's bestimmt schneller. Hey, 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 was soll denn der Ton? Das will ich aber nicht gehört haben. Mal ins Auge, mal, lass mir doch von dem Puppel nicht anschreien. Hat er was gegen Germans, sag mal? Sorry, you can't go that way. That's the employees entrance. Bruno, sag ihm, unser Flugzeug geht gleich. Bruno, sag ihm doch, dass wir ein Kind dabei haben. No, no, please. Hier ist nur für Flugpersonal reserviert. Wir müssen irgendwo da drüben hin. Ich glaube, hast du ihn schon verstanden, was er gesagt hat? Natürlich. Ich weiß es nicht. Der sprach so ein entsetzliches Kauderwelsch. Ist ja auch egal. Jedenfalls lässt er uns nicht durch. Wie viel Zeit haben wir denn noch, Bruno? 48 Minuten. Es ist zum Mäuseln. Du, Bruno, da. Nee, Sie vordrängen geht aber nicht. Kommen Sie mal. Die Dame hat uns den Platz freigehalten, ja? Na, hör. Während so einer Stoßzeit können die ruhig ein bisschen Personal aufstocken. Die Hutzimpel. Die können sich mal eine Scheibe von Italien abschneiden. Da klappt das aber ruckzuck. Jetzt aber ruckzuck. Mir juckt die Tage. Next. Good day. How long are you going to be in the USA? What? What are they about? Your address in the USA, Miss Pfeifenheim. No, 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 no Pfeifenheim, Pfeifenheim. Er stellt doch Jacke wie Hose, stimmt. Your address in the USA. Für die Adresse, wie drive to Los Angeles and then... sleepen wir da three night and then go with the bus... Zu Kalifornien. Noch mal, jetzt erzählt ihr dem ihre Lebensgeschichte. Jetzt schreiben Sie doch was. Irgendein Hotel, da kräht doch kein Hahn danach. Und der Onkel ist happy. Was machen Sie? Mir fällt das Hotel nicht ein. Wie heißt denn unser Hotel? Park Hotel New York. Wolf Hotel, Park Hotel. Your address. Park Hotel New York. Park Hotel. Park. Kinder, 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 wir haben noch 43 Minuten. Hey. Das geht schon wieder los. Denn dahin? Just a minute. You can't take pictures here. That's international law. Das ist ja wohl das letzte Moment mal. In einem freien Land, da kann jeder seine... Wenn sie sich da einmischen, kriegen wir seinen Anschlussflieger doch nie. Schwitzt du auch so, Bruno? Ich habe mich wieder viel zu warm angezogen. Hier kommt's nicht an. Dort! Komm, Bruno, beeil dich. Das ist das falsche Band. Komm!
du auch alles. Ja, Barry und Harry. Papa! Hier steht unsere Papa! Ja, pass doch auf! Da, guck mal. Dicker Kratzer. Extra neu für Amerika, Papa. Eis. Absolut einbruchsicher. Pass doch auf! Ingeborg! Ich hab hier einen Koffer. Los, los, los! Koffer. Der ist doch schon drauf. Oh, nur los! Kommt! Um Gottes Willen, wie viel Zeit haben wir denn noch? 22 Minuten. Germans back! Woher weißt du denn, dass wir Deutsche sind? Können wir weiterfliegen? Um 16.35 Uhr, also in gut 3 Stunden. 15 Millionen Menschen leben in New York City. Entschuldigung. Keine Rasse, die hier nicht vertreten ist, keine Religion, die hier nicht ausgeübt wird. 50.000 Verbrechen geschehen hier jede Woche. Die Kriminalität macht die Stadt gefährlicher als das Leben in der Aber dann, ich meine, wir haben gute 3 Stunden. Warum nutzen wir die Zeit nicht und schauen uns ein bisschen New York an? Carolin, wenn wir schon mal hier sind, dann schauen wir uns doch das Empire State Building an. Harlem und was weiß ich. Komm, doch, nee, das gefällt dir sicher. Also komm. Und du auch, Bruno. Ich weiß nicht. Dauert das nicht ein bisschen zu lang? Empire State Building, half an hour. Okay. Siehst du, das schaffen wir dicke. Vielleicht auch noch nach Harlem. Findest du es richtig, Caroline hier allein zurückzulassen? Deine hübsche kleine Freundin passt doch auf sie auf. Sie ist nicht meine hübsche kleine Freundin. Was nicht ist, kann er noch werden. Sie gefällt dir doch, oder? Ich hatte noch nicht Gelegenheit, darüber nachzudenken. Ihr gibt sich schon, keine Sorge. May we? Thank you. Nett. Kind. Na, Unmut ist doch kein Fehler im Gesicht. Meinst du, ich darf mich nochmal einen verheirateten Hallo. Mann weg? If we are bothering you, tell me. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Weißt du noch, Bruno, wie wir überlegt haben, ob wir unsere Flitterwochen in New York verbringen sollen? Du wolltest lieber zu Hause bleiben. Außerdem, was hätten wir schon von New York gehabt? 2 Wochen sind wir nicht aus dem Bett gekommen. Ja, ich erinnere mich. Du hattest eine furchtbare Darmgrippe. Dass du dich so ohne weiteres in Redaktion freimachen konntest. Vielleicht schreibe ich was über Amerika. Horst hat da auch nichts dagegen. Wogegen? Dass du mit mir zusammen verreist. Er hat nichts dagegen. Ist ganz schön vertrauensvoll.
Er hat eben keinen Grund mehr zu misstrauen. Ihr versteht euch gut? Wundervoll. Warum heiratet ihr eigentlich nicht? Wir haben keine Eile. Aber irgendwann wird es wohl darauf hinauslaufen. Was soll das heißen? Irgendwann wird es wohl darauf hinauslaufen. Willst du ihn nun heiraten oder nicht? Ich denke darüber nach. Wir sprechen darüber, aber wir sind gebrannte Kinder. Liebst du mich? Ja. Natürlich. Aber? Du hast es so gesagt, als würde noch ein Aber kommen. Nein, nur. Wenn ich die Wahrheit sagen soll. Ich habe mich in einen anderen verliebt. Was? Es tut mir leid, Bruno. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich habe mich in einen anderen verliebt. Wir beide wissen seit einer Weile, dass es nicht mehr funktioniert. Wer ist es? Wer ist der Mann? Das spielt doch jetzt keine Rolle. Wie lange triffst du dich schon mit dem Kerl? Bruno, ich wollte es dir nicht sagen, wenn Caroline dabei ist. Versteh doch. Warum? Die betrifft es doch auch ein bisschen. Du kannst sie sehen. Und sie dich, so oft ihr wollt. Ich habe nichts dagegen. Das verspreche ich. Mit der halben Stunde hat er sich aber etwas verschätzt. State Building verzichten und umkehren? Würden Sie bitte wenden? Can you please... Look, buddy, there's no way I can turn around here. Weißt du was? Wir steigen hier einfach aus und nehmen ein Taxi in die andere Fahrtrichtung. Gute Idee. How much have I to... $4,950, buddy. No, I... Okay. Yes. Here, take it. $50. Thank you, it's good so. Bisschen was von New York haben wir immerhin gesehen. Idiot. Dort!
gefallen. Fühlst du dich gut, Trutchen? Wunderbar. Bisschen müde, aber ich hatte überhaupt keine Angst beim Fliegen. Komm. Hattest du Angst beim Fliegen? Finster aus. Finster? Sag mal, spinnst du? Wir müssen zum Flughafen. Hast du nicht gehört, was hier alles passiert? Ist schlimmer als im Krieg. Wie bitte? Hast du mal auf die Uhr gesehen? Glaubst du, dass du dir jetzt noch irgendwelche Vorurteile leisten kannst? Was heißt denn Vorurteile? Lieber versäumen wir doch das Flugzeug, als uns ausrauben zu lassen, oder? Wir schaffen es nicht mehr. Lieber Gott, wir schaffen es nicht mehr. Hallo, Taxi. Pauli steht allein auf dem Flughafen. Und das nur, weil dir das Gesicht von dem Taxifahrer nicht gefällt. Deutsche Wolf, ja? Wissen wir? Ja. Da steht eins. Gott sei Dank. Komm mal wieder ruhig. Hey, hey! Spinnt der? Los, rein. To the airport. Ah! No! No! We are from Germany, we... Hey, you're in the middle of my shot! Get out of there, will you? Get out! Das ist ja unverantwortlich. Da muss man doch gewarnt werden. Komm! Da kann man einen Herzschlag kriegen! Du hast aber keinen bekommen! Excuse me! Get out of here! I don't understand you! I need a taxi! Can you help me? Wait! What's the problem? I and my men, we must be in 35 minutes on the airport. He said that we have to be in 35 minutes on the airport. Gott sei Dank habe ich die Kreditkarte dabei. $140, Kinder. Daran beteilige ich mich, Bruno. Mein Gott, war das knapp. Davita. Verzeihung. Entschuldigung. Oh. Hoppla, haben Sie sich wehgetan? Nichts passiert. Darf ich mal? Entschuldigung. Ja. Dankeschön. Da liegt noch einer. Ich möchte nicht, dass Sie verhungern. Daran möchte ich nicht schuld sein. Dankeschön. Danke, sehr freundlich. Ja. Oh. Ah, sehr gut. Oh. Schlecht. Eine Sekunde. Was hat? Ich dachte schon, wir kommen nicht mehr her. Gott sei Dank, hat er gesagt. Es gibt einen Helikopterdienst. Und der fliegt in kürzester Zeit zum Flughafen.
Und mit dem sind wir dann auch geflogen. Hab's gerade noch geschafft. Hören Sie mal, die Rückenlehnen sind rückklappbar. Und davon werde ich Gebrauch machen, und zwar den ganzen Flug über, klar? Willst du eine Tüte Pferdeäpfel? No, gib doch Frieden. Leicht gesagt. Nicht, warum nur Leute namens Doof sitzen. Bye, Gary. Ich habe meinen Mann informiert, dass es später wird. Viel später. Unsere Leute haben in New York ihren Anschlussflieger verpasst. Oh je. 5 Stunden, bis der Flieger landet. Das sind so die netten Überraschungen in unserem Traumjob. Na, Kleiner, gefällt's dir hier drin? Willst du Pilot werden? Nö. So? Was denn sonst? Entweder ein Rennfahrer oder ein Auto. Darf ich eine Frage stellen? Bilde ich mir das nur ein oder starren Sie mich die ganze Zeit über an? Stört es Sie? Nein. Ich frage mich nur, was an mir so interessant sein könnte. Sie sind wunderschön. Ich muss es Ihnen einfach sagen, wirklich unglaublich schön. Das haben Sie heute sicher schon vielen Frauen gesagt. Geht schon. Danke. Behindert bin ich nicht, gell? Ach nein. Nein, nein. Machen Sie Urlaub in Amerika? Ja, wir haben uns einen Wagen gemietet. Wein, ich mache Bustour. Drum. Psst. Wenn ich in den Bus einsteige, sage ich gleich, ich hätte einen Bandscheibenschaden. Ich müsste unbedingt vorne in der ersten Reihe sitzen. Das ist der beste Platz mit der optimalsten Sicht. Ja. Hinten ist das Klo und bei den Temperaturen in der Wüste kann es schon mal vorkommen, dass es ein bisschen duftet. Aha. Baronin, noch Reiseleiter? Die größte, die ich kenne. Absolut spitze. Und gerissen wie ein Fuchs. Jetzt habe ich vergessen, Sie zu warnen. Blutet? Jedenfalls tut's gemein weh. Ach, das haben wir gleich. Kommen Sie. An der Tür klemmen sich wahnsinnig viele die Hände. So, Achtung. Jetzt brennt's ein bisschen. Die Tür ist ja eine richtige Falle. Da muss man die Gäste aber rechtzeitig drauf hinweisen, wie? Unterstehen Sie sich. Klemmt sich an den Finger, habe ich fix Verbandzeug zur Hand. Wenn nötig, rufe ich auch einen Hotelarzt. Das sagen die Leute prima. Unsere Reiseleiterin ist auf Draht. Mit sowas verpflichtet man sie sich. Und es wirkt sich auf den ganzen weiteren Verlauf der Reise positiv aus, glauben Sie mir. What? Wir sollen die Uhren zurückstellen. Ich gehe auf ein Zahnfleisch. Kein Wunder. Bei uns zu Hause ist es jetzt 5 Uhr früh.
Sehen Sie irgendwo unseren Bus? Okay, jetzt dauert's noch, bis die ihr Gepäck haben. Ein Deutscher lässt seinen Koffer ja nicht eine Minute aus den Augen. Aber dann wird's brenzlig. Stöppchen, da, da! Mensch, Sieb, warum rennst du denn so? Ich atme erst, wenn ich unser Gepäck in Händen habe. Was meinst du, was hier geklaut wird? Bist du auch ein Finger weg von Fremder, ha? Verstanden? Ich muss mal. Bist du denn nicht vorhin im Flugzeug? Ja, da musste ich doch nicht. Da ist mein Koffer, da. Lieber Gott, freu ich mich auf die Wagen. Welcome to Los Angeles International Airport. Please make sure you do not German Speck. Nix German Speck. Jetzt hab ich die Nase aber pläng. Dem erzähle ich gleich mal was. Du kannst mal auf. Jetzt glauben Sie, was der lammfrommste Gast für ein Eckmeck veranstaltet, wenn er todmüde und verknatzt aus dem Flugzeug stolpert. Wir können nicht gleich in sein Hotel verfrachten. Well, that's fine. Excuse Walter? Me, I was here first. Shit. Marie, how's Marie? What about the dog? Excuse me, I just come from Hamburg. That gentleman over there help you, sir. Excuse me, sir. I'm just a moment. No, nicht im Moment. Mein Koffer ist nicht da. Big brown one with red stripes. Du brauchst ihn nicht zu beschreiben. Ich habe ja den Gepäckabschnitt. Hier, bitte. What does he look like, sir? Was sagt er? Ja, wir wissen, wie Ihr Koffer aussieht. The big brown one with red stripes. Der Koffer ist nagelneu, nägelnjo. Do you see him like it around here somewhere, sir? Wie? Ich verstehe ihn nicht. Ziehen ja alle Wörter derart ineinander, dass man nie weiß, wann eins aufhört und das nächste beginnt. Er fragt, ob wir den Koffer hier irgendwo sehen. Hätte er mich für bescheuert oder was? Wenn ich meinen Koffer hier irgendwo sehen würde, würde ich doch nicht fragen. Schnauze Sie nicht an, Bruno. Er will dir helfen. Offenbar können Sie dann den Koffer hier nicht finden. Das heißt, dass Sie können ihn nicht finden? Ich weiß nicht, wie man das anders übersetzen soll. Die haben meinen Koffer verloren? Das ist nicht wahr. Nicht verloren, das hat keiner gesagt. Sie können ihn nur nicht finden. Ja, und wenn er unauffindbar bleibt? Na, dann haben Sie ihn verloren. Ja, das sag ich ja dauernd. Sorry, sir, why don't you try to lost and found? Was sagt er? Sie sollen es bei der Fundstelle da drüben versuchen. Ich gehe mit. Warum sagt er das denn nicht gleich? Du kommst nicht mit? Ich muss noch telefonieren. Doch nicht ausgerechnet jetzt. Ich habe Horst versprochen, dass ich ihn sofort nach unserer Landung anrufe. Kannst du damit nicht warten, bis wir im Hotel sind? Da ist es teurer und außerdem macht er sich bestimmt Sorgen. Der macht sich keine Sorgen, der schläft. In Deutschland ist nämlich mitten in der Nacht. Muss mal, Papa. Du gehst, wenn wir alle gehen. Ist doch noch unverschämt. Dafür kommen wir nicht noch an mehr. Natürlich darf der Zollbeamte Sie nicht einfach anstreiten. Aber schauen Sie, vermutlich sitzt er seit 10 Jahren dort. Und seit 10 Jahren stürzen ungeduldige Deutsche auf den Weg. Und 20 Mal am Tag muss er Germans wegrufen. Das ist schon der 2. Mal heute, dass mich so ein blöder Macker anmacht. Dafür bin ich doch nicht nach Amerika gekommen. Aber Sie haben völlig recht. Ich gebe Ihre Beschwerde gleich an die Flughafenleitung weiter. Muss dann das sein? Oh, nein. Ja. My name is Quisling. I come from Germany. And my baggage is weg. The big brown one with red so stripes. You understand? Don't worry, sir. Sie sagt, Sie sollen sich keine Sorgen machen. Die ist gut, ich soll mir keine Sorgen machen. Stehen Sie mal in einem fremden Erdteil ohne Koffer. Ich komme fast unvorhitzig. Nicht aufregen, das nützt doch nichts. Naja, schaden kann es auch nicht. The suitcase will turn up eventually. The airlines takes full responsibility. Sie sagt, der Koffer würde auf jeden Fall wieder auftauchen. Die Airlines wird die völlige Verantwortung übernehmen. Ich brauche keine Verantwortung, ich brauche ein frisches Hemd. Ich bin übernächtig, ich bin total geschwitzt. This happens to only one in 1,000 passengers. Sie sagt, das würde unter 1,000 Fluggästen ohne dies nur einmal passieren. Soll das jetzt ein Trost sein, oder was? Bei der Erschaffung Kaliforniens heißt es, habe der liebe Gott einen Glanztag erwischt. Palmenstrände, Olivenhaine, riesige Wälder, schneebedeckte 4000er Steppe und Wüste, eine Landschaft ohnegleichen. Wenn ich zu schwer gehe, sagen Sie es bitte, ja? Entschuldigen Sie bitte. Ich möchte telefonieren, ich suche ein Postamt. Auf der Post können Sie ja nicht telefonieren. Setzen Sie sich einfach da rein und sagen Sie dem Operator, was Sie wollen. Wie gesagt, Palmenstrände, Olivenhaine, riesige Berge, das alles macht die Schönheit dieser Landschaft aus. Mann, oh Mann, was ein Heckmeck. Guck mal, was ich hier habe.
soll das denn? Was kostet so was? Also Ihre Beschwerde ist weitergegeben. Oh, fein Dank. Es wird auch Zeit. Nein, Sie sind bestimmt alle sehr müde. Oh, ja. Seit fast 24 Stunden auf dem Bein. Oh, weh. Also zunächst einmal ein herzliches Grüß Gott. Ich bin Ihre Reiseleiterin und heiße Maria. Grüß Gott. Grüß Gott. Mal, wenn ich Sie so sehe, kriege ich richtig Heimweh nach Deutschland. Wie geht's denn drüben so? Wie ist drüben so? Geht naja, Moment gut. Mal. Wir haben das Waldsterben und dann haben wir die Arbeitslosigkeit. Hallo? Oh, can you change me some? Oh, I'm sorry, no, I can't. Oh, can you change me some? Oh, hallo. Hallo. So ein Zufall. Ich brauche Quarters zum Telefonieren. Wie heißen Sie? Wo kommen Sie her? Sind Sie allein hier in Los Angeles? Bitte erzählen Sie mir von sich. Welchen Beruf haben Sie? Sind Sie verheiratet oder leben Sie mit irgendwem zusammen? Ich möchte alles über Sie wissen. Ja, leider wird auch in Amerika nicht alles so sein, wie Sie sich vorstellen. Heute zum Beispiel haben wir Busstreik. Busstreik? Oh, ja. Aber wir haben wieder Streik. Bestellen Sie eine Taxe. Aber wissen Sie was? Eine Taxi bezahlen Sie. Ich habe Sie gesagt, als Sie angekommen sind, ist der Streik natürlich beigelegt. Das soll wohl ein Witz sein. Was machst du denn hier? Bei mir war es allerhöchste Eisenbahn. Und wer passt inzwischen auf die Koffer auf? Los! Was wollten wir euch? Komm! Alle mir nach! Vorsicht! God damn, what happened? Die Koffer stellen wir alle hierher, gell? Wissen Sie, was los war? Er wollte nur rasch was trinken. Wie Sie sehen, ich bin behindert. Ich habe eine schwere Bandscheibenschade. Garantiert kriege ich das Bein in keine Sitzreihe rein. Sie wollen vorne sitzen. Ich muss. Ja, ja. Den gibt's bei jeder Tour. Dabei hat der Trick mit dem steifen Bein so einen Bart. So, haben wir alles. Einsteigen. Eure Koffer hätten genauso weg sein können wie meiner. So ein Leichtsinn. Kinder, wir sind in Amerika. Keine Panik auf der Titanic. Da vorne sind die Taxen, glaube ich. Ist dein Koffer eigentlich gegen Verlust versichert, Bruno? Ich meine, du kriegst ihn sicher wieder, aber für den Fall der Fälle. Fühl mir mal da vorne hin, an die Brust. Was ist? Hast du Herzschmerzen? Nein, ich will sehen, ob in den Reiseunterlagen irgendwas über Gepäckversicherungen steht. Du guck! Ach, ist mir heiß. Sterbe in diesem dicken Anzug. Wir kaufen dir nachher ein paar leichte Sachen. Die muss die Fluggesellschaft bezahlen. Das hast du doch gehört. Nee. Keine 10 Pferde bringen mich heute mehr in irgendwelche Geschäfte. Taxi! Seit über 24 Stunden habe ich kein Auge zugemacht. Halt! 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 Bleibt alle da stehen, wo ihr seid! Alle so stehen bleiben, um Gottes Willen! Nicht hier vorbeigehen! Ich habe eine Haftschale verloren. Mein Gott, Mama! Ha! Nicht vorbeigehen, stehen! Wenn einer drauf tritt, ist es aus. Ja, aber du kannst doch wegen der Kontaktlinse nicht den Flughafen von Los Angeles stilllegen.
Legen Sie sich heute nicht gleich stundenlang an den Pool. Sonnenbrand ist schmerzhaft und verdirbt einem leicht mehrere kostbare Urlaubstage. Noch ein Wort zu den Trinkgeldern. Bei uns in Deutschland ist man ja gewohnt, dass im Preis alles inklusive ist. Hier erhalten die meisten Hotelangestellten aber nur einen sehr geringen Stundenlohn, sind deshalb auf ihre Tipps angewiesen. Tipps sind eigentlich nicht Trinkgelder, sondern der bei uns übliche Bedienungszuschlag. Was tippt man denn da so in der Regel? Üblich sind 15-20% der Gesamtrechnung. Das ist eine Tipps, muss das Personal versteuern, ob es sie gekriegt hat oder nicht. Was? Deshalb können Kellner oder Taxifahrer sehr unangenehm reagieren, wenn der Gast keinen Tipp hinterlässt. Ja, aber bei $100, da sind das ja rund 30-40 Mark Trinkgeld. Natürlich hat keiner was dagegen, wenn sie mehr geben. Etwas, Bruno. Ich habe nur 20-Dollar-Scheine. Hast du kein Kleingeld? Ich habe auch nur 20-Dollar-Scheine. Halt! Wo will der denn hin? Excuse me, sir. Can you explain us? Irgendeiner muss einem doch erklären, wie der Schlitten funktioniert. Ach was? Den kann jeder Analphabet fahren. Die großen Koffer nach unten, die Tasche super hier oben. Galaktisch, ne? Very easy. Das heißt very easy. Schauen Sie mal die 1000 Knöpfe da drin an. Auf! Vorsicht, glühend heiß die Sitze. Wo ist denn die Aircondition? Guck mal! Ey, super! Was ist denn? Das ist deine Bedienungsanleitung. Wer sagt's denn? Sogar auf Deutsch. Ja. Was heißt denn Optiker auf Englisch? Was ist? Hier steht, dass man am ersten Tag, wenn man übermüdet in Los Angeles eintrifft, den Wagen auf keinen Fall übernehmen soll. Ach, Blödsinn. Ist doch super, einfach loszudüsen. Nun fahr schon. Toll, Papa, ich bin stolz auf dich. Hoffentlich finden wir uns zurecht. Keine Sorge, hier ist das ein Kinderspiel. Außerdem bin ich eine 1A-Kartenleserin. Jetzt links. Die Tür ist aber auch hinterhältig, mei, oh mei. Hände weg von fremder Habe. Ich sag's nicht noch einmal, gell? Don't touch the bags. Der Nächste, bitte. Ich nehm's selbst. Oh, tut's weh? Was? Na los, geh hin, sieh dir seine Verletzung an. Dass er sich was einbildet. Mein Gott, sei doch nicht so schwerfällig. Ich hab halt nicht deine Art. Reisenleiterin ist auf Draht, alles was recht ist. Netter Käfer. Ja. Wie die ruckzuck Verbandzeug Salve organisiert, echt spitze. Abs, Konrad. Can you help me, please? Das ist nur also der Pazifik, Seat. Liegt mäßig mit Italien überhaupt nicht zu vergleichen. Autoverleih war in der 156. und unser Hotel ist in der 122. Ja und? Was haben wir dann in der 171. zu suchen? Weil wir in die verkehrte Richtung gefahren sind. Tut mir leid. Wir müssen da lang. Glaub ich nur schnell. 1A-Kartenleserin. Vorsicht! Da können Sie nicht rein. Das ist eine Ausfahrt. Ich will nur wenden.
Ui, sauber hingekriegt, Papa. Nicht zu fassen. Panzersperren. Wer ahnt denn, dass sie auch im Straßenverkehr mit West spielen? Auch das noch. Kannst du denn nicht auf die Dinger gucken, Bruno? Welche Dinger? Na, diese Zacken. Meinst du, dass die keine Reifen durchbohren, wenn man vorher drauf guckt? Entschuldigen Sie, aber haben Sie nicht ein anderes Zimmer? Moment, in unserem kann man sich kaum umdrehen. Also, wie man uns untergebracht hat, das ist eine Zumutung, Fräulein Maria. Kein Fitzelchen Ausblick, aber brüllend lauter Verkehr auf der Straße. Hier drin bleibe ich keine Minute. Ja, ich versuch's zu tauschen, okay? Das will ich aber auch hoffen. Für sowas komme ich doch nicht nach Amerika. Ja. Ist die nicht gut? Ist was? Guck mal, Papa, da kommt wieder der Macke mit seinem Harem. Ich muss erst wechseln. Change, you understand? Hier hat wirklich jeder die Hand auf. Diese Scherben. Es gibt leider ein Problem. Nein, nicht schon wieder. Es sind zwei Doppelzimmer reserviert, für Glaubrecht und Küssling. So steht's auch auf unseren Gutscheinen. Gibt's denn keine Einzelzimmer? Doch, aber da müssen wir kräftig draufzahlen. $120. Oh. Hier kostet es immer den Doppelzimmerpreis, ob da einer drin liegt oder zwei. Also ich will auf keinen Fall bei Papa schlafen. Der schnarcht wie eine Kreissäge. Du schläfst auf jeden Fall bei Papa, ja? Das ist doch keine Erholung. $120. Brauchen wir doch wirklich nicht zu diskutieren, oder? Also mir ist alles recht. Ich bin seit 27 Stunden auf den Beinen. Zu keiner Entscheidung mehr fähig. Wasser, Papa. Kommst du mit? Wie denn? Ich habe weder Badehose noch Schlappen. Dann wickel dir halt ein Handtuch um und geh barfuß. Kommt nicht in Frage. Der Fußpilz lauert überall. Call to Germany. Your room number, please. Ja, Hamburg 6 4 5. Hallo, Ost. Bei Brockmann Küssling? Hallo, ich bin's, Marianne. Ost. Ich nichts verstehen. Herr Brockmann, nichts da. Mit Hund Gassi. Das ist blöd. Können Sie ihm von mir was ausrichten? Was ausrichten? Ich nichts verstehen. Hier Hausmädchen, Aische Bülbül. Ja, Aische. Passen Sie mal auf. Wer da? Marianne Küssling. Marianne Küssling in Amerika.
I'd have to face another day. It made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You are the key to my life, peace of mind. And you make me feel. It's closed now. Can I help you? Wie bitte? Außer hier draußen ist alles geschlossen. Frühstück gibt's ab 6. Danke. Dass Sie nicht schlafen können, liegt an der Zeitverschiebung. Die innere Uhr tickt noch anders. In spätestens einer Woche haben Sie sich umgewöhnt. In 2 Wochen war ich schon wieder zurück. Haben Sie telefoniert? Ja, aber nichts Neues. Sie hat Krämpfe. Wahrscheinlich schon Wehen. Um Gottes Willen. Na und, dann machen Sie halt die Tour. Unmöglich, ich habe von nichts eine Ahnung. Pass auf. Erste Regel. Im Bus, du sprichst mit Mann und schaust auf Frau. Weil der Mann verdient das Geld für die Reise und die Frau bestimmt, wie es wird ausgegeben. Am Ende sie entscheidet über Höhe von Trinkgeld. Tak, tak. Zweite Regel. Sie nicht schlafen? Nein. Ich bin putzmunter. Können Sie auch nicht schlafen? Schön hier, wie? So mild und... Leider knurrt mir der Magen vor Hunger. Warten Sie. Ich habe irgendwo noch ein paar Kekse. Danke. Manni ist bestimmt bald wieder gesund. Und vielleicht. Passen Sie auf, der ist imstande, setzt sich ins Flugzeug und steht plötzlich vor uns. Er soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Dieses schäbige Miststück. Hey, hey, nur mal langsam. Was ist denn los? Haben Sie es immer noch nicht kapiert? Der Arsch lässt mich hängen. Manfred lässt niemand hängen. Verteidigen Sie ihn nur. Typisch. Männer halten doch immer zusammen. Also hören Sie mal. Was kann er denn dafür, wenn er plötzlich krank wird? Psst. Soll ich ihm mal was sagen? Dem ist die ganze Geschichte über den Kopf gewachsen. Das ist der Punkt. Er kriegt Familie, Beruf und Freunde nicht mehr unter einen Hut. Und kneift. Die Niete. Wie können Sie nur sowas unterstellen? Sie... Ich denke... Sie lieben ihn? Ach was, ich... Nein, ich... Ich bin nur verrückt nach ihm. Oh. Und Sie wollen, dass er sich scheiden lässt? Ich... Also ich... Was soll denn die Fragerei? Bitte, um Gottes Willen. Erzählen Sie mir lieber, warum Sie geschieden sind. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Darüber grübel ich seit 4 Jahren nach. Genauer gesagt, seit 4 Jahren und 3 Monaten. Irgendwas haben wir wohl verkehrt gemacht. Wissen Sie, was ich glaube? Es liegt gar nicht daran, dass man was verkehrt macht. Liebe vergeht. So ist das. Das ist kein schöner Gedanke. Liebe vergeht. Ich habe natürlich geahnt, dass es bei Manni und mir irgendwann schiefgehen würde. Aber ich... Aber wenn es dann wirklich passiert,
Schaut's einen Block um. Ja. Bestimmt sitzt die Nita jetzt zu Hause und kommt sich ganz großartig vor. Vermutlich hat er Schüttelfrost, Kopfschmerzen und kann nicht schlafen. Aber in seinem Kopf macht es dauernd. Wie ziehe ich mich aus der Affäre? Wie bringe ich mein Leben in Ordnung? Okay, ich verkupple meine Freundin mit meinem besten Freund. So easy ist das. Sie meinen, Manni ist gar nicht krank? Die hat sie auf diese Reise geschickt, damit wir bei... Wie kommen Sie bloß auf so eine verrückte Idee? Vielleicht sollte ich mir wirklich jemanden suchen, der nicht verheiratet ist.